In der Welt von One Piece geht aktuell alles drunter und drüber. In Wano Kuni, aber auch außerhalb von Wano Kuni brodelt die Erde und große Kämpfe bahnen sich nun an. Die heutige Frage beschäftigt sich, wie wird Shanks auf Ruffys Vorhaben, zwei Kaiser gleichzeitig zu stürzen, reagieren? Los geht's. Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und in dem heutigen Video reden wir ein wenig über Shanks Reaktion, beziehungsweise das, was er vielleicht sogar tun wird oder nicht tun wird, etc. pp. In Verbindung mit Ruffys Kampf gegen Kaido und Big Mom. Ich weiß, wir an für sich als Fans sind schon sehr, sehr kritisch, was das angeht. Ja, ich meine, ein Kaiser ist schon schwierig genug. Wie soll es dann mit zwei Kaisern funktionieren? Das Ganze ist halt einfach ein sehr, 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 sehr heftiges Thema und eine sehr, sehr heftige Situation gerade. Und wir schauen einfach mal, ey, was macht Shanks? Wie wird er reagieren? Was wird er sagen oder gar unternehmen? Bevor es aber losgeht, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr dem Kanal eine Chance geben würdet und den Kanal abonnieren könntet. Wäre sehr nice und dann würde ich sagen, hüpfen wir ins Video. Okay, als Ruffy sein Kopfgeld von 1,5 Milliarden bekommen hatte, hatten wir eine kurze Reaktion von Shanks. Diese fiel so aus, dass Shanks gesagt hatte, ey, wir werden uns jetzt bald schon wieder treffen. Ruffy und Shanks sind ja zwei Charakter, die ein Versprechen haben und Shanks sagte, ey, wenn du eines Tages ein großer Pirat bist, dann gibst du mir meinen Strohhut wieder. Und mit großer Pirat ist da mit Piratenkönig gemeint oder einfach nur einer, der sich einen dicken Namen gemacht hat. Ich denke, mittlerweile ist es soweit, dass Ruffy sich einen Namen gemacht hat, ja, oder ob er erst Kaiser besiegen muss oder sonstiges, das ist erstmal eine andere Geschichte, aber die beiden werden sich eines Tages wiedersehen. Naja, und ich denke, es wird nicht allzu lange dauern, bis Shanks davon erfährt, also dass Ruffy nicht nur gegen einen Kaiser kämpft, sondern gleichzeitig gegen zwei Kaiser. Und hier ist die Frage, die ich mir stelle, wie wird Shanks darauf reagieren? Was wird er tun, beziehungsweise wie wird er das Ganze sehen? Ich persönlich denke, wenn Shanks die Info bekommt, dass Ruffy zwei Kaiser attackiert oder jetzt gegen zwei Kaiser gleichzeitig kämpft, ja, das Big Mom Richtung Wano Kuni ist etc. Ich denke, Shanks wird das Ganze erst einmal mit Humor sehen, ja, so wie Shanks halt nun mal ist, ja, dass er sagt, ha, es ist halt Ruffy, ja, habe ich mir gedacht, ja, dass er sich da reinstürzt und ich denke, dann wird er hier natürlich auch Verbindung zu Roger ziehen, denn Gold Roger hätte vermutlich genau das gleiche getan, ja, dass er hier gegen beide gekämpft hatte und ich denke, Shanks würde ihm dann dementsprechend viel Glück wünschen. Oder auf der anderen Seite würde Shanks wirklich vielleicht sogar aktiv mit eingreifen wollen. Denn wenn wir uns das Ganze mal so angucken, die Wahrscheinlichkeit, dass Ruffy verliert, die liegt nicht bei 40%, nicht bei 60% oder bei 80%, ja, die liegt bei nahezu 100%, weil zwei Kaiser sind ja schon krass. Es hieß ja damals von Law, dass die Wahrscheinlichkeit, allein Kaido zu erledigen, glaube ich nur 10% oder so ist, oder wenn überhaupt 10%. Und jetzt kommt Big Mom noch dazu, dass Ganze veränderte diese eine Statistik verlor. Ich weiß, das hat nicht so viel zu bedeuten, aber ich denke, wenn wir uns das Ganze mal so als Fan anschauen, ja, von außen, dann denke ich, sind wir hier schon an der Wahrscheinlichkeit nahezu 100%, dass dieser Kampf verloren ist. Aber hier ist natürlich die Frage der Vorgehensweise, ja, des Plans. Ja. Wir wissen, Law kennt Ruffy mittlerweile und hier ist natürlich die Frage, wie gehen sie vor oder haben sie einen Notfallfluchtplan, wie auch immer, denn darauf wird es früher oder später hinauslaufen. Und gerade weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass Ruffy verliert, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass Shanks ja nicht selber irgendetwas tut. Denn ich meine, die zwei Kaiser, die tun sich zusammen und wollen dann gegen Ruffy kämpfen. Das Ganze ist ja natürlich auch so ein bisschen unfair, ja, wo ich auf der einen Seite sage, ey, wenn Shanks sich hierbei denkt, alles klar, wenn die zwei sich zusammentun wollen, um gegen Ruffy zu kämpfen, dann wäre es ja eigentlich nur fair, wenn ich mich auch mit Ruffy zusammentue, um gegen die zu kämpfen. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, Shanks ist so ein... Shanks ist ja derjenige, der in der Welt von One Piece für Gleichgewicht sorgt, ja? Und es wäre eigentlich ganz cool, wenn Shanks auch dafür sorgen würde, dass dieses Gleichgewicht halt irgendwie auch gewahrt werden würde und natürlich dann auch in diesem speziellen Fall im Kampf gegen Kaido und Big Mom, dass Shanks sagt, alles klar, wenn ich ja hier schon ein Gleichgewichtstyp bin, ne, dann werde ich das in diesem Kampf auch sein und werde dann Ruffy helfen. Und das ist natürlich die Frage, ey, wird er auftauchen? Wird er vielleicht auftauchen, um Ruffy zu helfen. Das ist ja so etwas, was sich die Community auch wünscht, ja, wenn es um halt die Charakter gehen oder geht, die halt auftauchen werden, dann ist in jeder Liste irgendwie Shanks auch irgendwo mit als Wunschcharakter dabei. Ich weiß, es ist sehr, sehr
abwegig bzw. sehr weit hergeholt, dass Shanks sich dann auf den Weg macht, ja, um Ruffy zu helfen etc. Aber wir dürfen nicht vergessen, Shanks ist zwar ein Kaiser, Shanks ist ein Charakter für uns, der aktuell so weit entfernt ist, ja, der wirklich kaum in greifbarer Nähe für uns Zuschauer ist, aber wir dürfen nicht vergessen, Shanks ist ein Freund von Ruffy, ja, und Freunde helfen sich, das ist ein unumstößliches Prinzip, welches Oda hier in One Piece aufzieht und durchzieht, ja. Deswegen dürfen wir damit gar nicht mal so abschließen, dass Shanks nicht auftauchen würde, also die Wahrscheinlichkeit, die ist dennoch gegeben, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wenn Shanks weiß, dass Kaido und Big Mom Ruffy angreifen, ja, oder halt auch andersrum, dass die beiden jetzt irgendwie gegeneinander kämpfen, ich kann mir da einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass Shanks da sitzt und bleibt und sagt, yo, die Wahrscheinlichkeit, dass er verliert, ist absolut hoch, ich mache aber trotzdem nichts, ja, Ruffy könnte wirklich sterben in diesem Kampf, klar, er wird nicht sterben, das wissen wir halt nur als Zuschauer, weil Ruffy der Hauptprotagonist ist und er wird irgendwann Kaido und Big Mom besiegen, die Frage ist halt nur wann, ja, also und auch wie, aber er wird es eines Tages tun, aber das weiß Shanks dann nicht, ja, er weiß es ja nicht und da ist natürlich die Frage, was wird er unternehmen oder also er wird mit Sicherheit irgendwas unternehmen, weil es sonst wirklich für Ruffy düster aussehen könnte. Und ich meine, wie nice wäre es, wenn Shanks irgendwie auftauchen würde und erinnert ihr euch damals an diesen Bergbanditen, ja, wo Shanks diese Ansage gemacht hat, ey, dass sie alles über ihn überschütten können, ja, mit Bier, wie auch immer, sich über ihn lustig machen, aber wenn es halt um einen Freund geht, der macht Shanks natürlich keine Späße und was ist, wenn er diese Ansage hier bei Kaido und Big Mom erneut droppen würde, das wäre etwas, was sehr, sehr krass wäre. Auf der anderen Seite würde es mich nicht wundern, wenn Shanks schon damals Vorbereitungen getroffen hat, ja. Wir wissen ja, Shanks hat Kaido davon abgehalten, auf Marineford aufzutauchen. Was ist, wenn Shanks zu Kaido gesagt hat, hey, der Junge mit dem Strohhut ist ein Freund von mir, lass den bloß am Leben oder sonstiges, ja. Denn ich bin gespannt und das ist etwas, was wir einfach nicht wissen, wie sind die Beziehungen von Shanks zu den Kaisern an sich? Also, was hat Shanks für eine Beziehung zu Kaido? Was hat Shanks für eine Beziehung zu Big Mom, ja? Dass Shanks gleich vorher schon irgendwie Vorbereitungen getroffen hat, dass Ruffy in diesem schlimmen Fall, in diesem äußerst schlimmen Fall, dass Ruffy nicht sterben wird. Denn wir wissen, die Reputation eines Kaisers und natürlich auch der Status eines Kaisers, der ist natürlich absolut wichtig. Und ich weiß nicht, ja, was wiegte mehr, ja, die Macht, die Shanks hat, die Beziehung, die Shanks zu den Kaisern hat, oder halt die Reputation eines jeden Einzelnen, ja, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, die Ehre eines jeden, ja, die Ehre eines Kaisers, die verletzt werden würde, ja, wenn Ruffy hier diesen Kampf gewinnen würde, zum Beispiel, ja, wie sieht das aus, ja, also wie würden die Kaiser diese ganze Situation gegenüber Shanks oder seiner Erwartung mehr oder weniger stellen? Natürlich nur, wenn Shanks hier Vorbereitungen getroffen hat, dass er sagt, ey, wenn ihr den erledigt, dann erledigt den, aber tötet ihn nicht oder so, ist ein Freund von mir, wie auch immer, ja, oder Shanks hat ihm vielleicht sogar gedroht, ey, wenn ihr den tötet, dann habt ihr es richtig mit mir zu tun oder sonstiges. Ich bin da mal sehr gespannt, wie Shanks hier vielleicht sogar Vorbereitung für Ruffy getroffen hat. Natürlich könnte das für den einen oder anderen Fan nicht so cool sein, ja, und selbst wenn Shanks diese Vorbereitung getroffen hat, hoffe ich wirklich, dass wir da wirklich nur ganz, ganz, ganz zum Schluss irgendwann mal vielleicht sogar erfahren, vielleicht wird es sogar totgeschwiegen oder sonstiges, aber es wird halt einfach so sein, dass Ruffy so viel Plot-Armor bekommen muss, ja, weil es halt einfach schier unmöglich ist, ihn da einfach zu überleben lassen oder ihn da halt ohne wirkliche logische oder irgendwie anderweitige Dinge, ohne Vorbereitung, ohne Plan etc., dass er da wirklich am Leben bleibt, wenn er diesen Kampf wirklich verlieren wird. Aber ganz interessant wird es, wie die Reaktion von Shanks ausgehen würde, wenn Ruffy gewinnen wird, ja, also Ruffy wird ja eines Tages irgendwann Kaido und Big Mom erledigt haben. Was wird er dann machen, ne? Wird er sich dann schon auf den Weg machen, um Ruffy zu treffen. Ja, wo will er Ruffy treffen? Ja, die große Theorie ist ja Elbaf, ja. Oder vielleicht sogar selbst erst auf Raftel, ja. Das könnte ja auch sein, das wäre auch interessant. Aber das wäre eine Sache. Ich bin gespannt, wie er darauf reagieren. Wird er lachen oder sonstiges? Ich weiß es nicht. Ja, was denkt ihr? Wie wird Shanks reagieren, wenn Ruffy eines Tages gewinnen wird? Oder wird er vielleicht sogar gar nicht dazu kommen, darauf zu reagieren, weil Blackbeard ihn erledigt? Denn wenn Blackbeard ihn erledigt und ihn bekämpft, bin ich mal gespannt, wie Ruffy darauf reagiert. Denn diese ganze Reaktionsgeschichte, ja, und gerade Ruffys Rache-Eigenschaft, die ja gar nicht so ausgeprägt ist, das müssen wir einfach sagen. Ruffy ist kein großer Mensch, der Rache großartig hegt, ja. Bin ich mal gespannt, wie er darauf reagieren wird. Und wenn es wirklich so kommen wird, hätte ich einen Wunsch, dass Shanks diese Ansage droppt, dass er
weiß, dass Ruffy Piratenkönig werden wird, der gegenüber Blackbeard. Das ist ja schon so eine sehr, sehr coole Sache. Also, ich bin da mal sehr gespannt drauf. Also, allein schon die Interaktion von einigen Charakteren über andere, ja, ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich persönlich finde. Ich bin mal gespannt. Hat Shanks Vorbereitung getroffen? Ja, nein, vielleicht wird er Ruffy helfen? Ja, nein, vielleicht. Was denkt ihr? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne, gerne in die Kommentare. Würde mich mal sehr, sehr interessieren, was ihr dazu sagen würdet. Und dann war es das erstmal von mir für heute. Falls euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.